Weil einige von euch sich bei der Produktregel nicht ganz so sicher waren, dachten wir, da muss was passieren. Deswegen geht's heute um die Produktregel. Summen ableiten kann ja jeder Fisch. Klar, aus x hoch 2 plus 3x wird 2x plus 3. Wenn du das nicht kannst, guck dir erst unser Video zum Ableiten an, weil sonst raffst du in dem Video leider nichts. Also, wie funktioniert Ableiten mit Produkten? X mal x ist abgeleitet 1 mal 1, also 1. Easy. Jo, eben nicht. X mal x ist x hoch 2, also abgeleitet 2x. Genau, weil es bei Produkten nicht ganz so einfach geht, haben ein paar schlaue Leute die Produktregel eingeführt. Wie ging die nochmal? Gucken wir uns mal das Beispiel hier an. X mal e hoch minus x. Wichtig, in der Mitte steht ein Mal, also brauchen wir die Produktregel. Jetzt guckt man sich beide Faktoren getrennt an. Wir haben zum einen x und zum anderen e hoch minus x. Die Ableitung von x wäre einfach 1 und die Ableitung von e hoch minus x, genau, minus e hoch minus x. Weil der e-Term bleibt ja stehen und dann wird noch die innere Ableitung mal genommen. Seht ihr in unserem Video zur Kettenregel also nochmal im Detail. Das waren jetzt aber nur mal Notizen für uns. Wir wollen ja am Ende die ganze Funktion f ableiten. Wie machen wir das? Zuerst leiten wir das x ab, aber das e hoch minus x nicht. Gibt also 1 mal e hoch minus x. Und dann lassen wir das x stehen, aber leiten e hoch minus x ab. Und zwischen die beiden Sachen kommt ein Plus. Fertig. So einfach geht's. Klar, das könnte man jetzt noch zusammenfassen. Spart's euch. Ihr glaubt nicht, dass das stimmt? Wir machen mal das Beispiel von vorhin mit den x'en. Beide x'e würden alleine abgeleitet erstmal 1 geben. Jetzt muss man es nur richtig zur Ableitung zusammensetzen. Dazu zuerst das erste x ableiten und das hintere stehen lassen. Dann das vordere stehen lassen und das hintere ableiten. Und dazwischen eben das Plus. Gibt also x plus x, also 2x. Und genau das wäre ja auch rausgekommen, wenn wir einfach x hoch 2 abgeleitet hätten. Stimmt also. Geil, oder? Wie wäre es bei dem Teil? X plus 2 mal x minus 2. Wie wäre die Ableitung von x plus 2? Genau, 1. Und die von x minus 2? Richtig, genauso 1. Also wieder zusammensetzen. Zuerst das x plus 2 abgeleitet, also 1, und das x minus 2 lassen. Dann das x plus 2 lassen und dann das hintere ableiten. Macht x minus 2 plus x plus 2, also 2x. Und das stimmt auch wieder. X plus 2 mal x minus 2 ist die dritte binomische Formel. Und das gibt einfach x hoch 2 minus 4, also abgeleitet 2x. Yeah, läuft. Ein Beispiel haben wir noch. X hoch 2 mal den Sinus von x. Sinus. Bäh. Abgeleitet gibt er was nochmal? Den Cosinus. Und x Quadrat gibt abgeleitet, das wissen wir inzwischen im Schlaf, 2x. Jetzt können wir wieder ableiten wie vorhin. Zuerst die x hoch 2 ableiten und den Sinus stehen lassen. Und dann das x hoch 2 stehen lassen und aus dem Sinus einen Cosinus machen. Egal was für ein Produkt eure Funktion ist, es sind immer die gleichen Schritte. Sagen wir mal, eure Funktion ist u von x mal v von x. U und v sind irgendwelche Terme, die ein x drin haben. Dann fangt ihr immer so an. Schritt 1, einzelne Teile festlegen. Zuerst schreibt ihr euch auf, was u von x und was v von x ist. Einfach, damit ihr nicht durcheinander kommt. Schritt 2, einzelne Teile ableiten. Dann schreibt ihr auf, was die Ableitungen von den einzelnen Teilen sind. Also u' von x und v' von x. Schritt 3. Ableitung zusammenbasteln. Jetzt baut ihr die Ableitung zusammen. Zuerst das erste abgeleitet mal das zweite, also u' mal v. Und dann mit einem Plus diesmal das erste nicht ableiten, mal das zweite abgeleitet. Und zack, fertig. Da unten steht jetzt formal die Produktregel, die ihr euch merken könnt. Top, läuft. Dann zeigt mal, was ihr drauf habt. Eine Aufgabe hat's wieder in der Beschreibung. Und die Lösung dazu gibt's direkt hier rechts. Einfach klicken. Wie sieht's aus? Klappt die dritte Regel im Bund? Die Quotientenregel? Oder wollt ihr da auch nochmal so ein Video dazu? Schreibt's mal in die Comments. Hashtag macht ein Video oder Hashtag Quotientenregel what the fuck? Oder es klappt, dann schreibt Hashtag Pornopingpong in die Comments. Wir sehen uns, macht's gut, ciao.